Hallo ihr treuen Fans da draußen. Die meisten von euch sind ja Kaninchen-Fans und schauen deswegen meinen Kanal. Deswegen dachte ich mir, auch wenn es heute wieder nicht um die Kaninchen geht, werde ich euch trotzdem mal nebenbei meine Tierchen im Außengehege zeigen, bestehend momentan aus drei Tieren. Einmal ist es meine große Überhäsin, die war ja bis zuletzt im Innenstall und sollte dort Junge bringen, was allerdings gescheitert ist. Dann hier meine kleine Laura und die Rapunzel. Ja, ich kam jetzt gerade nicht auf den Namen. Alle drei sind leider nicht ganz so zahm, allerdings auch nicht ganz so verschreckt. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Kennt ihr diesen Spruch? Ich bin mir sicher, ihr kennt den alle. Ich bin mir aber auch sicher, dass die meisten Menschen diesen Traum allerdings nicht in die Realität umsetzen. Tja, ich bin einer der wenigen, die das wahrscheinlich annähernd hinbekommt. Denn mein Leben ist halt nur dann lebenswert, finde ich, wenn ich auch wirklich die Sachen umsetze, verwirkliche, die ich mir halt vorstelle und teilweise auch halt erträume. Ich war 16, jetzt bin ich ja 38, für die, die es noch nicht wissen, also vor 22 Jahren, als ich Erfahrung gemacht habe mit etwas, wo ich, seitdem ich das halt kenne, nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Ich war damals in Ungarn am Balaton mit meinen Eltern im Urlaub und da gab es etwas auszuleihen. Ich will jetzt noch gar nicht so viel verraten. Auf jeden Fall ist das etwas gewesen, was mich total begeistert hat. Und ja, immer wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwann will ich so etwas haben. Leider ist dieses Etwas nicht ganz preiswert. Ja, anders ausgedrückt, ich habe jetzt 22 Jahre gespart, um mir das halt zu kaufen. Ich hätte es mir mit Sicherheit auch schon eher kaufen können, aber ich hatte halt andere wichtige Dinge, wo die Prioritäten höher waren. 22 Jahre sparen, jetzt nicht Unsummen, sondern das, wenn man das jetzt zurückrechnet, sind das ca. 10 Euro pro Monat, die ich sparen musste, um mir das jetzt zu kaufen. Und das ist nicht irgendetwas, sondern das ist etwas, was auch später meine Videos etwas bereichern wird. Ich werde öfters mit Hilfe dieses Gegenstandes Videos drehen und in eine gewisse andere Richtung das Ganze lenken. Es wird natürlich weiterhin Kaninchen-Videos geben, aber ich habe ja in meiner Beschreibung stehen, dass es nicht nur Kaninchen-Videos sind, sondern auch meine Interessen betrifft, also meine Videos betreffen meine oder sollen meine Interessen widerspiegeln, so wollte ich das jetzt formulieren. Und ja, ein Interesse ist halt einfach nur eine Freizeitaktivität, viel unterwegs zu sein. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Auf jeden Fall werde ich jetzt nach Münster fahren. Das sind 4 Stunden Fahrt. Und dann seht ihr auch gleich jetzt anschließend, was ich dort mache und bei wem ich da bin. Bis gleich. War das eine anstrengende Fahrt. 4,5 Stunden, glaube ich, bin ich jetzt von meinem Wohnort entfernt, mitten in Münster. Und der Wettergott da oben, der ist nicht auf meiner Seite. Denn genau über Münster, über mir, könnt ihr vielleicht hören, befindet sich eine Regenwolke. Ringsrum ist alles hell und hier drüber ist eine Regenwolke. Das passt mir jetzt gar nicht. Warum, werdet ihr gleich sehen. Kommt einfach mit. We'll be right back.
da bin ich jetzt dort angekommen, wo ich jetzt schon seit langer Zeit hin wollte und ich habe es endlich geschafft. Beim Rainer, hallo Rainer, grüß dich. Rainer ist nämlich derjenige, der das baut, was ihr jetzt schon gesehen habt. Mir steht speziell ein Bike, nämlich mein Bike. Und das hole ich heute ab. Das ist nämlich total genial. Das ist das, ich sehe jetzt an meinem Grinsen, worüber ich mich total freue, weil ich habe ja wie gesagt schon seit Jahren mit den Gedanken gespielt, mir ein Liegefahrrad zu kaufen. Und heute geht der Traum in Erfüllung. Ja, das ist es nun, mein persönliches Liegefahrrad. Perfekt eingestellt für mich, jetzt passt es auch mit den Pedalen. Vorhin war das etwas zu lang. Ich bin sehr begeistert von dieser doch tollen Werkstatt. Oder das ist eigentlich nicht die Werkstatt, das ist nur die Verkaufsstelle. Die Werkstatt befindet sich etwas weiter weg, das eigentliche Werk. Und ihr konntet ja jetzt schon ein paar Fahrräder sehen, die hier so zum Verkauf angeboten werden. Und das sind ja auch tolle Fahrräder, vor allem die Lastenfahrräder. Das ist auch was, was mich total fasziniert. Und ich denke, irgendwann werde ich mir eins dieser großen Lastenfahrräder zulegen. Und ich bleibe jetzt einfach mit den Rainer im Kontakt, weil das ist hier ein Traumgeschäft für mich. Schaut mal, welche tollen Varianten es hier gibt. Wenn man Kinder hat oder Hunde, dann kann man hier perfekt diese transportieren. Oder hier drüben habe ich gesehen, richtig geile Trikes. Die bin ich auch schon Probe gefahren, also jetzt nicht den hier, das hier speziell. Bei denen hier oben habe ich mir sagen lassen, das kostet gerade mal knapp über 1000 Euro. Das ist für einen Trike richtig wenig Geld und soll auch gar nicht mal so übel sein. So im Vergleich zu denen hier vorn. Das sind die von HB Velotech. Da werde ich dann im nächsten Video noch etwas dazu sagen. Das sind die Luxus-Bikes, kann man sagen. Die Firma HB Velotech ist Marktführer in dem Bereich und die bin ich letztes Jahr auch mal gefahren. Das sind auf jeden Fall gute Bikes. Sowas finde ich auch cool, bin ich allerdings noch nicht gefahren. Aus Zeitgründen werde ich das jetzt auch nicht mehr machen. Damit kann man perfekt Kaninchenfutter holen, zum Beispiel. Aber mein Favorit steht hier, dieses geile Lastenfahrrad mit elektrischer Unterstützung. Das gibt es, wie ich mich informiert habe, mit verschiedenen Aufbaumöglichkeiten hinten zum Pritschenaufbau. Da kann man verschiedene Sachen drauf bauen. Und sowas werde ich mir irgendwann mal zulegen. Das ist schon so total fest in meinem Kopf verplant. Kann sich nur um Jahre handeln und dann werde ich mir sowas gönnen. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Laden. Dann wird das Fahrrad eingeladen und dann geht es zurück nach Leipzig. Beziehungsweise nach Peißen. Ich wohne ja in Peißen. Ja. Dann, Rainer, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen und das Ganze hier mal etwas näher zu betrachten. Und ich bin halt wirklich begeistert, wie immer, wenn ich irgendwo bin. Deswegen kann ich mir vorstellen, ich komme wieder irgendwann und schaue mir das nochmal in Ruhe an. Ja, heute hatte ich nicht so viel Zeit, weißt du ja. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, Jörg, und wir sehen uns. Ciao. Ciao.